ein Klavier. So. Und dann haben wir einen sogenannten Umlegebock. Der Hammer mit dem Hammerkern und dem Filz drum, der nachher anschlägt an der Seite. Und das ist der Fänger mit dem Bändchen hinten dran. Die werden nachher wieder in die Mechanik eingehängt, dann auch, damit das alles dann auch zusammenspielen kann. Und in dem Fall haben wir einen sehr ungleichmäßigen Achsgang, von sehr lose bis teilweise fest. Und das testet man dann aus, indem man die alte Achse hier ausdrückt. Und dann eben durch Einreiben einer neuen Achse dann das sogenannte Achsspiel auch wieder gleichmäßig in der gesamten Klaviatur herstellt. Wenn man die sogenannte Reinstimmung macht, dann braucht man dann schon gut 60, 70 Minuten. Bei einer Konzertstimmung spielen noch andere Sachen mit rein. Da werden dann ja auch die mechanischen Sachen doch nachher, sag ich mal, so fein kalibriert, dann auch bis hin zur Endintonation und solche, damit eben auch dem richtigen Pianisten zum Konzert dann sein Werkzeug gegeben werden kann, dass er zufrieden ist, ne? Damit er sich dann quasi entfalten kann. Sag ich mal, teilweise bis zu 100, 150 Jahre schon unsere sogenannten Vorfahren umgesetzt haben und wie konstant auch von der ganzen Mechanik das heute alles noch funktioniert. Ne? Und da muss man dann manchmal so sagen, Chapeau, die haben es auch schon drauf gehabt.